Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir gerne einen Blick in die Fairy Box aus dem Monat August werfen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box erscheint monatlich, kostet 19,90 Euro zuzüglich Versandkosten und sie enthält 4 bis 6 Beauty-Überraschungen für uns mit einem Warenwert von ungefähr 50 Euro und sie kommt immer in dieser wunderschönen Milchtütenverpackung. Das Besondere ist, dass das Ganze tatsächlich auch tierversuchsfrei ist und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal in die Box hinein und lassen uns überraschen, was wir jetzt im August erwarten dürfen. Wir haben hier draußen noch immer so einen kleinen Flyer dranhängen. Ist der August am Anfang heiß? Wird der Winter streng und weiß? Ja gut, ist er nicht. Ne? Also wir haben jetzt hier gerade den 2. August, wo ich filme. Ich gucke nach draußen. Gewitterwolken ziehen um 3:30 nachmittags auf. Sammy hat sich schon wieder verkrümelt und zittert da hinten leider. Da muss ich mich gleich mal drum kümmern. Und es sind 20 Grad, es regnet. Dann wird der Winter wohl eher nicht streng und weiß. Egal, ob an diesem alten Spruch etwas dran ist. Wir sollten die schönen Sommertage genießen und vielleicht draußen gemütlich frühstücken oder ein Picknick machen. Nö. Da werde ich ein bisschen nass gerade. Zur Versüßung haben wir in dieser sommerlichen Fairy Box für dich ein kleines Gläschen veganen Honig versteckt. Ach, guck mal. Das ist dann wohl das Goodie, sage ich mal, was aber trotzdem auch noch zum Wert mit dazu gezählt wird. Ansonsten haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Produkte und insgesamt einen Warenwert von 53,67 Euro. Ich schaue mal hinein. Ich bekomme die Box in der Kooperation zugeschickt, um sie euch vorstellen zu können. Und das ist einmal der Blick in die Box. Da haben wir immer diese Maisflips, das finde ich immer total süß. Die sind nämlich biologisch abbaubar, aber ich verwende die halt einfach sowieso generell weiter, ne, als Verpackungsfüllmaterial. Halt mal die Luft an. Ach so, ja, die machen sehr viel Werbung für dieses Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft, ne? Da hast du immer mal wieder auch was mit dabei. Und hier haben wir dann auch diesen veganen Honig. Sowas mag ich ganz gerne. Ich hatte den, glaube ich, sogar schon mal von Vega Bloom, Tappy Dream, Mäde Süß, Rennes de Pré, okay. Produktion ohne Bienen, sowas finde ich auch immer ganz interessant. Vor allem, wenn man so einen Honig nur verwendet, um ihn irgendwie in den Tee zu geben, also als Süßungsmittel zum Beispiel, ne? Sollte man oder kann man definitiv auch auf die vegane Alternative zurückgreifen. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen antiseptischen Effekt haben möchte, wenn ich jetzt eine richtige Halsentzündung habe oder eine Erkältung oder so, dann ist Honig halt einfach ja wie so eine Art Ersatzarzneimittel für mich dann auch sinnvoll, ne? Aber gut, das ist jetzt eine vegane Alternative. Ein süßer Brotaufstrich steht hier drauf. Ich würde ihn, wie gesagt, auch einfach im Tee verwenden, um ihn zu süßen. Sowas finde ich auch ganz cool. Und so ein kleines Gläschen hat einen Wert von 1,50 Euro. Aber ich glaube generell, Honig ist ja auch recht hochpreisig, ne? Dann habe ich hier von Luvas Heilerde eine Waschlotion drin. Ach, interessant, für sehr trockene, gereizte Haut, auch bei Neurodermitis. Das könnte was für meine Mama sein, wobei die sich tatsächlich nur mit reinem Wasser und so einem Waschi einfach abschminkt und wäscht. Also das ist so ihr Groove, den sie hat. Sehr milde pH-hautneutrale Reinigung ohne Alkaliseifen für Gesicht und Körper mit dreifach Wirkprinzip. 30 Milliliter sind hier drin. Also sowas finde ich schon schön. Ich denke, dass ich es ausprobieren werde, denn ich habe ja auch eine sehr sensible Haut und euch dann auch mal dazu was erzählen kann. Aber finde ich wirklich gut. Ökotest sehr gut. Kenne ich noch gar nicht tatsächlich, diese Waschlotion. Die Masken, ne, das hat man immer mal wieder gehört oder auch mal in Boxen drin oder verwendet oder in der Drogerie gesehen. Aber das als Waschlotion finde ich spannend. Huch, dann habe ich hier was drin. Ein Après-Soleil-Gel von Aquarell Nature Sun Refreshing After Sun Jelly. Das soll hydratisieren, reparieren und die Haut erfrischen, für Gesicht und Körper geeignet. Und hier sind 50 Milliliter drin. Ich bin bei sowas immer vorsichtig. Also wenn da jetzt irgendwie was, also Pfefferminz hast du hier drin. Okay, das ist natürlich erfrischend. Glycerin, das ist feuchtigkeitsspendend. Parfüm, was das Ganze beduftet. Dann Sonnenblumenöl, Aloe. Juice Powder. Mhm. Also dann haben wir hier auch Aloe Vera wahrscheinlich mit drin. Das Ganze ist dann so ein bisschen klebrig manchmal. Deswegen lese ich mir das gerade einfach mal so ein bisschen durch. Ne? Und werde ich aber auch mal ausprobieren. Ich habe super gerne einfach die von Dalton in Anwendung, weil die bei mir nicht klebt, da bin ich ehrlich. Aber ich verwende auch immer mal wieder andere, dass ich da auch euch einfach so ein bisschen Überblick zu geben kann und auch mal andere Produkte euch
präsentieren kann im Aufgebraucht-Video. Dann habe ich hier noch drei weitere Produkte, aber das habe ich ja eben schon gesagt, ich bin trotzdem gerade überrascht. Von I+M Berlin habe ich hier einen sehr schönen Mix & Match Serum Vitamin C Nektar, antioxidatives Serum. Sowas finde ich super toll. Vitamin C im Sommer ist ein Traum, das schenkt der Haut richtig schön Glow. Und I+M ist ja so eine Marke aus Berlin, Naturkosmetik. Ne? Ach, guck mal, Aloe hast du hier auch drin, Aloe Vera, Centella Asiatica, das ist auch ganz toll. Also reparierend ist es dann auch wirklich, ne? Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie die das geschafft haben. Alles gut, Sammy. Wie die das geschafft haben, dass das Vitamin C stabilisiert wird. 25 ml haben wir hier drin. Das ist ein veganes und tierversuchsfreies Produkt. Kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil Vitamin C verwende ich super, super gerne jetzt halt morgens und gebe darüber meinen Lichtschutzfaktor auf, um das Ganze halt ja noch ein bisschen mehr zu stabilisieren. Finde ich aber wirklich gut. Also das passt jetzt auch in den Sommer. Dann habe ich hier was drin enthalten, Mango and Cranberry, eine feste Dusche, ist natürlich super jetzt zum Reisen, das steht hier auch drauf, haben wir drin 20 Gramm, das ist einmal dieses hier und eine feste Dusche ist halt wirklich super praktisch, wenn man verreist, weil du dann einfach kein Wasser transportierst, sondern einfach diese Duschseife mitnehmen kannst, ne? So schaut die einmal aus, riecht unheimlich gut nach Mango. Wirklich, da möchte ich am liebsten reinbeißen, sollte ich aber besser nicht machen. Finde ich cool. Doch, also ich bin eigentlich kein Fan von diesen festen Produkten, aber das riecht einfach so unheimlich gut nach Sommer. Das mag ich gerne leiden. Dann habe ich hier das letzte Produkt und das ist wohl dekorative Kosmetik. Oh, Lady Green Paris. Das ist eine Mascara, die Volumen schenken soll. Volumizing Conditioning Mascara. 98% natürliche Inhaltsstoffe. Und das wird dann mal ausprobiert. 9 ml sind hier drin, das ist ganz schön viel. Ne? Und das machen wir doch einfach mal auf und schauen uns die Mascara an. Oh, oh, die riecht aber intensiv. Wirklich intensiv. Jetzt habe ich das in der Nase. Läuft. Ist das rot? Ich glaube, das ist rot. Das ist eine rote Mascara? Ihr seid ja verrückt. Bourgogne. Das ist eine rote Mascara. Seht ihr das? Das finde ich fancy. Also, wirklich gut für eine Sommerparty. Aber rote Augen? Nicht, dass man damit verheult aussieht. Wirklich rot. Krass. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Und es ist schwer, mich sprachlos zu kriegen, ne? Ja, hier steht es auch drauf. Bourgogne. Witzig. Das finde ich wirklich witzig. Ja. Muss ich mal ausprobieren, wie das aussieht. Was meint ihr? Wie sieht eine rote Mascara aus? Also so pink habe ich jetzt ja auch schon gesehen. Oder blau, grün, natürlich, aber rot? Vor allem so weinrot? Finde ich aufregend. Das finde ich richtig cool. Da finde ich die Fairy Box jetzt wirklich auch mutig. Aber ich muss auch wirklich an dieser Stelle sagen, dass die Produkte, die in der Box sind, richtig gut zum Sommer passen. Ich denke, auch im August wird noch die ein oder andere Urlaubsgeschichte am Start gehen bei euch. Das heißt, verreisen, in Urlaub fliegen, fahren, wie auch immer, oder auf Balkonien, Terrassen oder sonst irgendwo. Genau. Aber hier sind tolle Produkte dafür drin. Also hier kann ich mich wirklich nicht beschweren. Das sind tolle, tolle Produkte. Auch der Produktwert ist wundervoll mit 53,67, ne? Weiß nicht, kannst du nicht beschweren. Vielleicht einfach dieses, ich mag das aber in Boxen, wenn da was Spezielleres drin ist. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Hättet ihr da lieber eine schwarze Mascara drin gehabt oder findet ihr rot auch so fancy wie ich? Ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles soweit verlinkt, falls ihr Bock auf die Box haben solltet. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!